Das moderne Deutschland, unser Deutschland, ist ein starkes Land. Wir alle gemeinsam haben nicht den geringsten Grund, uns vor der Zukunft zu fürchten. Ganz im Gegenteil. Wenn wir zusammenhalten, in einer solidarischen Gesellschaft des Respekts, wenn wir uns ehrgeizige Ziele setzen und dem Fortschritt die richtige Richtung geben, wenn wir den Aufbruch jetzt entschlossen beginnen, dann werden wir nicht nur die Corona-Pandemie hinter uns lassen, dann werden wir in Deutschland auch gemeinsam erfolgreich sein. Und dann werden die Bürgerinnen und Bürger am Ende dieses Jahrzehnts sagen, ja, es geht gut aus. Es geht gut aus für mich. Es geht gut aus für meine Familie und für unser Land. Das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Dafür arbeiten wir mit all unserer Kraft. Und mit dieser Arbeit fangen wir jetzt an. Vielen Dank. Olaf! Olaf, unser Mann, herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe, so wie immer die letzten Monate. 3:1 mit mir gemeinsam hier im Studio ist Henny. Henny, ich grüße dich. Hi, moin. Mit mir gemeinsam auf meinem Kopf befindet sich die Frisur und mein Kopfhörer, der einen kleinen Wackelkontakt hat, was mein Nervenkostüm nicht weniger anspannt, als es generell schon ist, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht um einen Gruß ins Bermuda-Dreieck zwischen Fuchs, Hase und Igel. Irgendwo sitzt Ralf. Moin. Moin, grüßt euch. Männer, wir haben ein bisschen gebraucht, um den nächsten Aufnahmetermin zu finden und auch ein bisschen gebraucht, um diesen Aufnahmetermin hier auf die Ketten zu kriegen. Deswegen versuche ich mich im Laufe der nächsten, wie lange wird der Podcast dauern, 3,5 Stunden, einigermaßen wieder in den Griff zu kriegen. Das soll nicht das Problem sein, sondern vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, was wir gerade eben gehört haben. Ralf, wie geht's dir mit der neuen Bundesregierung? Ich habe mich während der Wahl umfangreich mit beschäftigt, aber jetzt bin ich absolut nicht auf dem aktuellen Stand. Zu viel Business, zu viel um die Ohren. Aber an sich fühle ich mich wohl. Also ich finde es interessant, mal so gemischt das Ganze anzugehen. Und ich habe irgendwie, könnte man meinen, na gut, wenn da so viele mitmischen, dann kommt nichts Richtiges bei raus. Aber wenn die jeweiligen Leute und die jeweiligen Parteien vielleicht sich wirklich um das kümmern, was sie jeweils am besten können. Also ich sehe da wirklich selbst FDP in der Wirtschaft ganz gut aufgestellt. Die Grünen für den Klimawandel und die SPD so ein bisschen für soziale Gerechtigkeit und Co. Das finde ich ganz gut. Henny sieht ein bisschen so aus wie so ein Schäferhund, den man beim Einkaufen hinten im Kofferraum vergessen hat. Und ungefähr. Henny sieht das anders. Okay. Ich habe bei FDP und Wirtschaft habe ich schon das Messer in der Tasche aufgemacht. Mach doch mal ein Bier auf. Ich mache ein Bier auf, ja, das ist. Hast du auch ein Bier, Ralf? Ich habe schon eins. Ich habe ein Pilgerstöffchen Edelhell. Edelhell. Schön, das klingt nach Thüringen. Edelhell. Hauptsache nicht dunkel. Was macht ein Handy hier mit? Ich glaube, ich habe. Du hast tatsächlich einen Deckel von einer anderen Flasche aufgemacht. Gib mal bitte. Deckel von der. Hast du mal einen richtigen. Hier, komm. Mach her. Gib her. Ich kann das. Ich habe gerade von der Wasserflasche den Deckel zerstört. Und es kam aus mal Kohlensäure mit Wasser. Kannst du das direkt am besten ins Pult kippen, das Wasser, damit es direkt kaputt geht? Stellst du es nach unten? Aber langsam oder schnell? Je nachdem. Also wir müssen auch dazu sagen, Alex ist gerade ein bisschen geladen, weil wir gerade schon seit 2 Stunden im Studio sind. Ja, ja. Und Alex hat ja das mit dem Equipment halt nicht hingekriegt. Doch. Hörerinnen und Hörer. Na doch, so ein bisschen Gossip muss immer sein. Cheers. Okay, cheers. Ralf, auch für dich. Yeah. Fühl dich. Virtuell abgeprostet. Also Ralf, Henny hat ja schon vor und also ich bekomme übrigens noch 50 Euro von dir, Henny. Nachdem die Wahl ungefähr 2 Stunden alt war, habe ich mit Henny gewettet, es wird nicht die große Koalition, so wie er das befürchtet oder antizipiert hat, sondern es wird die Ampel, es ist die Ampel geworden. Wo ist der Fuffi? PayPal. Ja, ich schuldig auch 50 Euro. Ja, ich sah schön in Italien, habe mir gedacht, ey, große Koalition, können sie nicht machen. Mit diesen FDP-Lackaffen. Aber es ist doch eine gute Idee eigentlich, mal alle an einen Tisch zu bringen, die sich vorher gegenseitig schlecht geredet haben. Aber nicht mit so inkompetenten FDP-Menschen. Das um ist nicht zu sagen, dass die anderen inkompetent sind. Ist bei dir eigentlich nicht sowieso jeder Politiker irgendwie inkompetent? Nee. Außer den Linken? Nee, bei den Linken gibt es auch viele Idioten. Also ich sehe einen, dass... Und ich glaube auch tatsächlich, dass Annalena dass die beiden grünen Führungspersonen... Mhm. Die sind schon kompetent.
Aber du glaubst, mit der SPD und vor allen Dingen mit der FDP ist keine gute Politik zu machen, oder? Ja, mit Olaf Schäuble kannst du keine Politik machen. Olaf Schäuble? Das ist der Fun-Name, weil der genauso drauf ist wie der alte Finanzminister. Ach so, Christian L. Ja, genau. Nee, also andersrum. Nee, weil der auch für die schwarze Null steht und wir können das mit dem, was wir vor uns haben, Klimawandel und Generationenkonflikt, nicht mit schwarze Null lösen. Der hat jetzt wieder irgendwas gesagt, er holt sich doch 60 Milliarden Nachtragshaushalt irgendwo her, wo ich wirklich zweifle, dass du diese Option auf dem Schirm hast. Also das ist so ein bisschen, es geht fast so wieder rein in diese Corona-Nummer. Menschen, die glauben, sie seien Experten, mehr Experten als die, die eigentlich die Experten sind, bilden sich eine Meinung und hauen deswegen drauf. Kann sein. Ich habe keine Ahnung, was da gerade läuft. Aber ich habe abgeschaltet die Woche. Dein Gefühl ist nicht so gut. Nee, also ich habe einfach mein Vertrauen. Das ist kein Gefühl, das ist, ja, Vertrauen ist auch Gefühl. Ja, mein Vertrauen ist nicht gut. Und wir haben ja vor 2 Wochen uns die neuen Minister mal angeguckt und Ministerinnen. Ja. Es sind schon ein paar, glaube ich, Leute dabei, die was reißen können, aber halt auch. Ja. Ralf, kennst du Katrin Göring-Eckardt? Katrin Göring-Eckardt? Name kommt mir bekannt vor, aber habe ich jetzt kein Gesicht vor Augen. Die ist Vizepräsidentin vom Bundestag, Vizepräsidentin vom Bundestag und schon seit Jahrzehnten Grünen Parteimitglied, mit oder ohne? Mitgliedin? Nee. Sie bezahlt Mitgliedsbeitrag. Das Mitglied. Sie bezahlt Mitgliedsbeitrag und kommt ursprünglich aus Friedrichroda, ist in Friedrichroda geboren. Ach ja. Ja, das gibt's doch nicht. Katrin Göring-Eckardt. Guck doch nochmal nach. Also unsere Politiker, naja, wir haben uns mal ein bisschen durch die Biografien geklickt und fanden das teilweise spektakulär, teilweise auch arschlangweilig. Ralf? Ja, es gibt, zu Christian Lindner gibt es ein Video, das muss man auch mal googeln. Der hat schon als Schüler eine Firma gegründet. Ja, das kenne ich von Stern TV. Das ist echt unglaublich peinlich, dieses Video, aber wirklich sehr unterhaltsam. Das war noch diese 90er-Jahre-Frisur. Ja, genau, und der hat so einen Anzug und geht mit dem Anzug zur Schule, redet über Marketing und Business, was entwickelt werden muss. Das ist echt, echt ulkig. Das sieht so ein bisschen aus wie bei den YouTube-Werbevideos, die man jetzt bei jedem zweiten Video angezeigt bekommt mit den ich sag dir, wie du morgen Millionär wirst und du musst nur hier auf mein Schneeballsystem reinfallen. Genau die Typen. Ich habe hier einen Porsche und einen Ferrari und komm zu mir, ich mach dich reich. Oder genauso sieht der Typ aus. Wir kommen noch zur Corona-Pandemie und auch noch so ein paar kleinen Fun-Facts, die wir hier nicht vorbereitet haben. Aber Ralf, vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz erzählen, wie dein Leben zurzeit aussieht. Hennys Leben, da kommen wir gleich zu, denn es läuft aktuell, wenn ich es glauben mag, der größte Hackerangriff der Menschheitsgeschichte. Aber Thema Marketing, das ist ja eigentlich auch dein Business. Hat sich das irgendwie verändert durch die Corona-Pandemie oder generell durch den Zeitgeist? Wir waren ja jetzt ein halbes Jahr nicht mehr auf Sendung. Erzähl uns mal, was ist denn so passiert draußen in der Welt? Ja, ich kann ja jetzt nicht zum Marketing allgemein was sagen, sondern mehr so wirklich nur Videomarketing. Und wir merken so grundsätzlich einfach, dass die Leute so diese Zurückhaltung und erstmal auf Pause drücken und abwarten. Das haben die eine gewisse Zeit gemacht, aber das ging vielleicht bis Anfang des Jahres. Und dann haben sie gedacht, eigentlich egal, was jetzt kommt, wir wissen eh nicht, wie lange das dauert, wir machen einfach weiter und machen jetzt nichts irgendwie was Besonderes. Bei Drehbedingungen ist schwierig, also wir müssen immer mal schauen, ob wir irgendwo drehen können. Und das ist auch immer wieder die Frage, haben nun die Leute, die wir filmen, vor der Kamera eine Maske auf oder eben nicht? Aber das ist dahingehend eigentlich schon alles. Ansonsten geben die Unternehmen selber schon Geld aus für Marketing, hat sich nichts geändert. Ja. Auch nicht nach oben? Also, dass die jetzt sagen, wir müssen extra Gas geben, wir müssen Sachen aufholen oder wir müssen im Digitalen auffallen, denn am Point of Sale, wie wir US-Amerikaner sagen, passiert nicht mehr so viel? Naja, das ging jetzt nur, das war aber eigentlich schon im letzten Jahr so und hat sich wieder ein bisschen relativiert. Da wollten die Leute einfach immer noch irgendwie nach außen kommunizieren oder teilweise noch mehr mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen kommunizieren und haben dann alles in Videoform gemacht, weil alle im Homeoffice waren und die selbst noch nicht so viele Kommunikationsmittel eingesetzt hatten, die das irgendwie überbrücken. Und dann haben wir ganz häufig irgendwelche Vorstände oder andere wichtige Leute im Unternehmen gefilmt, die eine Ansprache halten zu ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das war interessant, aber das hat auch wieder nachgelassen. Was ist mit Unis? Die haben, glaube ich, jetzt einfach ihre... Da kam jetzt auch dieses Jahr auch nichts mehr mit diesen digitalen Vorlesungen und so weiter. Nee, einfach nichts mehr passiert, keine Ahnung. Okay, Henny, wie sieht bei dir in der IT-Security das Arbeiten mit Corona aus? Wie hat sich das irgendwie jetzt im Laufe der letzten 6 Monate in gewisser Weise verändert, angepasst? Nö, eigentlich genauso wie davor auch schon.
Also ich war die Woche im Büro, ich glaube vor 2 Wochen mal, und ansonsten ist es halt wie gewohnt immer schön von zu Hause. Immer schön von zu Hause. Ja, ja gut, da hat er schon recht, da habe ich gar nicht dran gedacht jetzt so sehr, aber das ist, bei uns ist es auch so, also die Anwesenheit im Büro ist natürlich deutlich zurückgegangen und es ist normal, dass das Büro nicht voll besetzt ist. Wir hatten im August sowas wie eine Abteilungsfeier, also irgendwie so einen speziellen Tag, wo sich die ganze IT mal feiern darf, und wir waren bowlen und das war so, da war es gerade noch okay, Inzidenzen, alles easy, September vielleicht sogar schon. Und halt alle vorher testen und auch da nur mit 3G in die Bowlinghalle. Und da war ich ja schon über ein Jahr quasi hier und habe da Leute zum ersten Mal gesehen, mit denen ich schon, keine Ahnung, wie viele Stunden, vielleicht auch schon Tage telefoniert habe. War ganz schön komisch. Also auch, so ich habe in Skype und Teams und den ganzen Gedöns kein Foto. Ja, das heißt, wer mich nicht mal gesucht hat, irgendwie LinkedIn oder wo auch immer. Sieht immer nur HS für Sieht, Hurensohn. Genau. Mhm. Und denkt sich, hat recht. Dieser Wichser wieder. Ja, oh nee, Security ruft an. Ach komm, leck mich am Arsch, Mann. Hey, erzähl mal, was ist denn los mit diesem Riesenhack? Was hat denn das damit auf sich? Der Hack ist ja, nee, der Hack kann er sagen. Also sag uns mal ganz kurz, was wissen wir von spiegel.de? Was steht da für eine Überschrift? Wie heißt diese Abkürzung? Es ist gerade eine Schwachstelle in einer Java-Bibliothek. Java ist eine Programmiersprache, die ziemlich weit verwendet wird, schon seit 30 Jahren. Stelle ich einfach mal in den Raum. Ich habe meine Diplomarbeit in Java geschrieben. Und diese Schwachstelle ermöglicht es, Angreifern Code auf den Servern, wo die Anwendung läuft, auszuführen. Das heißt, du kannst einfach quasi der Anwendung sagen, hier führ mal bitte folgenden Schnipsel Code aus. So, und das kann alles Mögliche sein. Im besten Fall ist es halt quasi ein Hobby von Perversen, wenn sie ihren eigenen Code ausführen. Ja, genau so. Kurz um Block ziehen. Genau, also führe mein Programm aus. Ja, Entschuldigung. Ja. Weißt du, hier selber nichts hinkriegen mit den ganzen Kabeln und dann hier so Sprüche machen. Mhm. Bam. Prallt er mir ab. Das nicht. Dein Gesicht spricht andere Worte. Ja, auf alle Fälle, genau. Und Programmiersprache dann, ist infiziert. Programmiersprache hat eine Schwachstelle, also eine Bibliothek dieser Programmiersprache, die zum Logging von Systemeinträgen verwendet wird, das ist auch einfach zu viel Detail. Ebenfalls kann ich durch die Schwachstelle mir zum Beispiel Zugriff auf diesen Server, wo das Programm drauf läuft, besorgen, um dann selber auf dem Server wiederum Sachen auszuführen, also eigene Programme. Das kann sein, was jetzt gerade viel gemacht wird, ist halt irgendwelche Bitcoin, Ether, whatever Mining-Programme, ja, weil ich dann quasi ja den Strom von dem Serverbetreiber verwende, um Bitcoins zu minen. Ja. Aber das klingt nach einem Problem für deine alltägliche Arbeit. Das ist, genau, also du musst ja, das Problem ist, dass die Bibliothek an ziemlich vielen Stellen eingesetzt wird und auch von ziemlich vielen Komponenten einfach so referenziert wird. Und die erste Aufgabe ist festzustellen, welche Anwendung, die du so hast, sind eigentlich betroffen. Und bei vielen kannst du es gar nicht auf den ersten Blick wissen, musst du dann auch wieder deinen Lieferanten fragen und der muss vielleicht seinen Lieferanten fragen und die Kette geht so weiter bis zum 10. Lieferanten. Wir haben jetzt angefangen halt Server zu scannen nach der Schwachstelle und dann musst du halt überlegen, wie kriegst du die weggepatcht, also es gibt schon Patch dafür, also von Java selber gibt es halt eine neue Bibliothek. Wir haben jetzt ein Set von Servern, ich glaube, waren vielleicht so 10 Kisten, die gerade nicht verwendet werden, war die erste Maßnahme, alles klar, ausschalten, Problem gelöst. So, ne? Also es kann ja auch einfach eine Möglichkeit sein. Habt ihr da lange überlegt oder habt ihr es einfach quasi havariemäßig entschieden, wir müssen das Ding jetzt vom Strom? Das war mal 2 Minuten einfach durch. Okay, und wie habt ihr das erfahren? Ne, ich habe den Kollegen gefragt, der quasi, also so. Nee, ich meine die News. Von Java selbst oder haben das die Journalisten irgendwie? Also ich habe das ging ja am Freitag, ist das publiziert worden. Mhm. Und das ist bei mir auf Twitter, ist der einfach der allerschnellste Kanal. Ich folge auf Twitter ziemlich vielen Leuten, die so mit Information Security halt irgendwas machen. Und da poppt das sofort auf. Und das ganze Wochenende war Twitter voll mit diesen Sachen. Es wurde auch am Wochenende schon ausgenutzt, halt für alle Geräte, die im Internet stehen, ja. Sind auf Apple Angriffe schon passiert, also so bekannt ist Minecraft, das ist ein großes Spiel, bei Apple war irgendwas, das habe ich nicht mehr ganz im Kopf, weil es halt relativ einfach ausnutzbar ist, ja, wie weit du dann im Endeffekt kommst, das ist eine andere Frage, aber die Schwachstelle aus dem Auszunutzen, das ist
für Idioten gemacht. Also das mit ein bisschen Googeln kriegt das echt jeder hin. Und ja, also ich glaube, für Leute, die Surfer richtig mindestens betreiben mit so einer Schwachstelle, die haben am Wochenende nicht geschlafen. Und wenn, dann haben sie, also wenn, du kannst davon ausgehen, wenn du am Montag angefangen hast, dass dein Server kompromittiert ist. Dass dein Server in dem Moment schon offen war und jemand schon zu Besuch war. Und du hast es am Freitag erfahren? Ja, aber wir haben ja keine, also ich selber bin für nichts verantwortlich, was im Internet steht. Aha. Ja. Also ansonsten, ja, deswegen. Alles gut. Und also. Ich frage mich jetzt, wie lange war diese Schwachstelle schon da? Und wenn die doch so einfach ist, dann mit Einfachheit klingt auch irgendwie gleich so offensichtlich, aber offensichtlich war sie nicht, die Schwachstelle. Nee, offensichtlich war sie nicht. Also das eigentliche Problem ist fehlende Input-Validierung. Also das Grundübel ist, dass du halt ja immer dein Programm so gestaltest, dass User irgendwas eingeben können. Ja, bei Google gibt es ein Suchfenster, wo du es eingeben kannst. In anderen Programmen gibt es irgendwo, wo du deinen Nutzername eingibst oder halt, wenn du dich registrierst, Name, Vorname. Und das Problem, dass du da irgendeinen Kram eintragen kannst, um damit die Applikation zum Absturz zu bringen oder halt zu übernehmen, das gibt es schon seit Programmiersprachen gibt. Dafür gibt es gute Maßnahmen, aber was halt diese Logging-Bibliothek gemacht hat, die ist halt eher im Hintergrund, die immer so, ja, da hat keiner dran gedacht, dass das zu tun ist. Und man kann nur sagen, dass er am Freitag halt öffentlich bekannt wurde. Wie lange sowas schon ausgenutzt wird, das ist reine Spekulation. Also wir können davon ausgehen, dass also ich würde davon ausgehen, dass so bei der NSA oder so, ne, dass sie sowas Ähnliches entweder schon haben, also dass sie das wussten oder, ne. Also es gibt genug Fälle, wo solche gravierenden Schwachstellen von Geheimdiensten ausgenutzt worden sind, nie die Öffentlichkeit darüber informiert wurde, dass es gepatcht wurde. Ja, also auch diese Bannerquai-Schwachstelle von vor 3 Jahren, 4 Jahren, die wurde von der NSA, das ist ja aus den NSA-Leaks, ja, wurde von der NSA ausgenutzt, von daher würde ich denen unterstellen, irgendjemand wusste das schon, hat natürlich sich gedacht, warum soll ich das öffentlich machen, wenn ich damit Geld machen kann, am Ende vom Tag. Ja. Aha. Aber sag mal, was ich jetzt nicht verstehe, wenn du IT-Security machst, warum bist denn du dann nicht für Sachen verantwortlich, die im Internet hängen? Weil wir keine Sachen im Internet haben. Und was ist dann dein Job? Ist das nicht das Schwierige, dass Sachen, die IT betrieben oder relevant sind, im Internet sind? Ist das nicht die Security? Aber doch nicht alles ist im Internet. Du hast ja auch einfach Sachen im Intranet, also in einem firmeneigenen Netzwerk. Also Leute, die mit dem USB-Stick kommen. Leute, die sich irgendwie Sachen runterladen. Und das Ding ist, dass das Intranet von meinem Arbeitgeber ist ja trotzdem weltweit. Aha. Also mein Arbeitgeber operiert weltweit. Mhm. Und ich weiß nicht, was der Mensch in Frankreich, England, Zimbabwe und China macht. Ja? Aber du siehst es irgendwann. Mhm. Nee, wenn die gut sind, nicht. Also das ist ja immer die Frage, was der machen will. Wenn der nur Daten abziehen will und das gegen dich wenden will, dann siehst du es nicht. Also wenn die NSA Bock hat, dann siehst du es nicht. Mhm. Da musst du schon wirklich viel Ressourcen haben, um alle Verbindungen monitoren zu können. Und das. Wie sieht es mit euren Ressourcen aus jetzt hier in der Corona-Pandemie? Also macht euch das Arbeiten noch Spaß oder ist das Zuhause-Arbeiten echt so schwierig, dass die Kraft langsam nachlässt? Ralf? Also ich arbeite jetzt nicht so viel von zu Hause. Bei mir sind es etwa 2 von 5 Tagen die Woche. Das stört mich eigentlich nicht. Es ist nur immer mal so behäbig, was jetzt Drehtermine und so weiter angeht oder irgendwelche, ja, grundsätzlich, wenn man sich irgendwo treffen will oder so, dass das immer noch so Abstimmungssachen sind. Manche Kunden wollen halt, dass man nochmal vorbeikommt. Ich selber finde das auch recht angenehm, wenn man eben sich noch nicht kennt, dass man wenigstens den ersten Termin mal gemeinsam hat, bevor man dann ein Konzept schreibt und so weiter. Und da ist immer so, weiß man nicht, soll man es vorschlagen, wollen die anderen das unbedingt, wollen wir es trotzdem digital machen? Das ist irgendwie so unangenehm, so. Das finde ich einfach komisch. Wenn man dann vor Ort ist, trägt man auch im Termin Maske. Ist das bei denen so üblich oder ist es üblich, das Fenster aufzumachen oder sehr weit auseinander zu sitzen? Das ist so ganz schwierig. Früher hat man sich einfach begrüßt, hat eine Hand geschüttelt und es gab so typisches Vorgehen innerhalb eines Termins. Und jetzt wird das durch die Corona-Maßnahmen, die man so selber trifft, ist es einfach so ungewiss, was die Gegenseite erwartet oder was sie zu viel findet. Schwierige Sache oder einfach anstrengend. Ansonsten läuft das schon.
bei uns in der Redaktion ist ein Glück ein 250 Quadratmeter großer Raum und vor allen Dingen 7 Meter hoch mit rechts und links riesengroßen Fensterfronten, gibt eine Lüftungsroutine. Die Hand geben wir uns nicht mehr, noch nie eigentlich, seitdem es diesen Sender gibt. Aber eigentlich sind wir, ja auch weil wir produzieren müssen, vor Ort mit im Studio und so, sind wir zu teilweise 8, 9, 10 in diesem Raum auf jeden Fall. Im Studio stehen die auch ohne Maske, wenn sie ins Mikro sprechen, so wie wir gerade, aber natürlich auch 3G und eigentlich auch 3G+. Also die Menschen müssen sich testen, auch wenn sie geimpft sind. Und das 2-mal in der Woche, das geht schon. Also ich finde übrigens, dass dieses Homeoffice-Ding von Amazon, was ich hier mehrere Jahre dann irgendwie auch machen musste nach der Elternzeit, durch ist. Das ist schön und fühlt sich gut an und fühlt sich auch total normal an, wieder Leute zu sehen. Das ging irgendwie relativ schnell. Bei Henny weiß ich, du bist allein zu Hause. Das muss doch irgendwie irgendwann auf den Sack gehen. Ich habe erstens, nee, also das ist echt schwer. Ich darf nie fast den ganzen Tag. Also das ist ja, also ja, ich bin physisch allein, aber habe trotzdem Kontakt. Ich habe einen Modus so gefunden mit Dasein. Also zum Beispiel jetzt im Winter auf Elfele, solange Licht ist, rausgehen. Also das hilft ja schon mal einfach. Ja. Auch vor der Arbeit nochmal eine Runde oder was? Nee. Ich stehe wirklich, also vom Bett bis Arbeitsanfang, das dauert 2 Minuten. Und in 2 Minuten ist die Kaffeemaschine quasi. Dann lege ich los. Aber das heißt, dass du jetzt. Oh mein, krass, ey. Aber ich muss mich auch echt konzentrieren oder zurückhalten, dass ich nicht, nachdem ich meine Snooze-Taste irgendwann mal überlistet habe, nicht direkt irgendwie gucke, was ist im Flugmodus, also hinterm Flugmodus passiert, weil der ist dann schon drin nachts, oder was ist in den Mails passiert. Also das geht eigentlich auch innerhalb, wenn es schlecht läuft, innerhalb der ersten 60 Sekunden. Also ich habe früher Homeoffice gehabt, weil ich einfach mit der Firma, da war ich ja auch Einzelunternehmer, und da hatte ich meinen Schreibtisch direkt neben dem Bett. Das waren, also ich hätte fast die Tastatur erreicht vom Bett raus, aus so. Ja, das kann ich nicht. Das war mir echt nichts. Also das hat mir irgendwann echt gereicht. Ja. Ich genieße das einfach so zur Arbeit zu gehen, ob es wegen der Bewegung ist oder wegen einfach dem Abstand zwischen zu Hause, also geistigen Abstand zwischen Privat und Firma. Ich mache auch dann gerne mal was zu Hause, aber jetzt konsequent zu Hause sein, das wäre mir nichts. Auch nicht der Großteil der Zeit, nur. Was mir zum Beispiel jetzt irgendwie zum Büro gehen, das heißt, du musst aufstehen und auch mal gleich duschen und musst dich ja komplett fertig machen, ne? Und dann bis zum Anfang ganz mit arbeiten, ist die erste Stunde vorbei. Das heißt, du musst ja auch hinten raus quasi eine Stunde länger irgendwas machen. Also ich spare irgendwie 1,5 Stunden Naja, kommt doch an, wann du aufstehst, ne? Nee, aber wenn ich nicht zur Arbeit gehe, spare ich 1,5 Stunden. Die ist, ich quasi nicht so. Wenn du aber 1,5 Stunden länger schläfst dafür, dann ist gehupft wie gesprungen. Ja, auf jeden Fall, aber ich habe 1,5 Stunden mehr geschlafen. Also. Okay, stimmt. Ja, warte. Ich sehe das jetzt trotzdem ein bisschen anders. In diesen 1,5 Stunden ist es ja nicht so, dass du die völlig öfsten Sachen machst. Also in der Rush-Hour stehen ist sicherlich bekloppt. Das macht keinen Sinn. Aber ich finde jetzt auch eine Morgenroutine, ob das jetzt fertig machen ist oder so und sich was Ordentliches anziehen. Also selbst wenn ich im Homeoffice bin, mache ich das selten so in meinem schlapprigsten Pullover und einer Jogginghose, weil das geht für mich zum Beispiel so eine Art, wie ich mich fühle und wie ich so drauf bin, ob ich Lust habe, was zu packen oder ob ich eher so einen gemütlichen mache. Das geht damit schon einher. Und der Weg zur Arbeit, wenn er denn angenehm ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass es immer Autofahren sein muss, sondern in meinem Fall ist ja immer mal Fahrradfahren, das ist schon irgendwie auch viel wert und würde ich nicht mal sagen, dass das vertane Zeit ist, so. Oder? Für mich ist es vertane Zeit. Aber einfach, also vielleicht bin ich auch in den letzten paar Jahren berufsbedingt zu viel Auto gefahren. Ich habe, also das ist 20 Minuten früh im Auto sitzen, nachmittags nochmal 20 Minuten, immer die gleiche Strecke. Oh, das ist einfach dumm. Also ich muss nochmal dazu sagen, wir filmen ja relativ viele solche Recruiting-Videos, wo wir sehr häufig Leute interviewen, die irgendwo arbeiten. Und wir denen dann immer für diese Videos die Frage stellen, was macht es denn so schön hier zu arbeiten? Und da antworten 60%, 70%, 80% damit, dass es so toll mit den Kollegen und Kolleginnen ist und dass man da gemeinsam Mittag isst oder nach der Arbeit nochmal irgendwo was trinken geht. Ja, das ist auch andersrum, der valide Punkt. Ja, also finde es interessant. Ich habe auch eine andere Person interviewt,
Die hat wiederum gesagt, sie ist so froh über Homeoffice, damit er die ganzen doofen Idioten nicht sehen muss, ständig die ihn nerven, damit er einfach sein Ding machen kann. Finde ich aber auch krass. Also mir wäre das zu öde. Also ich habe auch neben der Arbeit einfach, vor allem wenn du Familie hast, dann hast du ja nicht viel mehr Zeit für irgendwas anderes mit so viel Freunde treffen. Und wenn du dann schon den ganzen Tag wirklich alleine bist und dann nur noch deine Family, also nichts gegen Familie, aber da habe ich meine Kollegen und Kolleginnen viel zu lieb dafür. Oh, das wird sie freuen, wenn sie jetzt zuhören, live. Und wir wissen ja, sie hören zu. Na, mal gucken. Die warten ja alle schon drauf, dass wir hier mal wieder. Ja, die letzte Episode ist, die letzte Episode, die wir hier publiziert haben, ist tatsächlich die reichweitenstärkste gewesen. Also vielleicht gab es Menschen, die unsere Folgen zweimal, dreimal gehört haben, weil sie einfach nicht genug bekommen konnten von uns. Aber ich frage mich, wie das passiert ist, ja, dass da. Aber gut, diese Metadiskussion, die brauchen wir jetzt gar nicht führen. Wir drehen ich glaube, die haben einfach wirklich gedacht, boah, immer noch keine neue Folge, jetzt muss ich nochmal die letzte hören. Okay. Simpel. Okay, mach ich einfach mal. Aber jetzt machen wir es wieder regelmäßig. Also jetzt auch wieder. Nächsten halben Jahr wieder. Ja, genau, in einem halben Jahr dann wieder in einem halben Jahr, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja. Das kriegt man jetzt. Ja. Ja, aber es war wirklich jetzt echt viel los, ne? Das ging einfach nicht mehr. Ich weiß, das letzte Mal, müsst ihr gucken, wann das eigentlich war, aber. Also wir waren ja im Sommer einfach viel hier, aber haben dann halt draußen gesessen und haben Bratwurst gebraten und haben Fußball geguckt. Ja. Und Auto gebaut. Stimmt. Und so. Henny hat sich einen Bus gebaut, Ralf. Ach ja, was für einen. Ein VW Crafter. Also den Crafter habe ich nicht gebaut, aber ausgebaut natürlich. Zum drinnen wohnen. Ja. Naja, zum drinnen wohnen. Ja, zum drinnen reisen. Also da ist ein Bett drinne und da ist eine Küche drinne und eine Trennwand zwischen Fahrerhäuschen oder Führerstand, wie wir Lokomotivexperten sagen. Durch meinen Sohn bin ich ja mittlerweile ganz weit vorne. Vor zwei Wochen war ich in dem ICE vorne drin, wo man alles reinguckt mit dem kleinen Kind. Wahnsinn. Aber warum lässt du die Trennwand drin? Ist nicht viel geiler, die Beifahrerseite dann umzudrehen auf so einem drehbaren Sitz? Nee, das brauche ich noch. Also ich war auch die ganze Zeit immer im Kopf mit, die kommt raus. Aber nach drei Wochen in Italien mit dem Ding bin ich, glaube ich, dabei, die drinnen zu lassen. Erstens hast du das knarzende Geräusch von hinten beim Autofahren dann nicht. Also dieses ganze Holz bewegt sich ja, ne, so wie das festgemacht ist. An der Wand kannst du super so magnetische Haken dran machen und halt den ganzen Grümpel, was mit Haken, Handtücher, Klamotten, das hat sich echt bewährt, also irgendwie so 15 Haken und die waren alle voll. Und die kannst du da oben hinhängen und dann hängst du einfach alles voll und hast quasi so eine... Ja, aber nee, das ist wirklich, nee, und so Sichtschutz, also ich kann kannst ja du auch mit dem Vorhang machen. Ja, nee, ich lasse das Ding jetzt drin, also das ist, ich baue da aber quasi an die Rückwand von der Ladefläche quasi noch eine Sitzgelegenheit dran, die man hochklappen kann. Das ist in meinem Kopf schon fertig. Das muss einfach. Ich habe keinen Bock, bei 5 Grad Nieselregen im Winter das Ding zu bauen. Ja. Und dann ist das Ding durch. Also ich, ne, das Strom hat durchgehalten. Ich hatte aber Angst wegen Strom. Also das irgendwie, ich habe so ein bisschen Stromverkabelung reingemacht und sowas kann ich mal abbrennen. Das hatte ich echt so, oh, wir sind durch den. Hatte ich irgendwie so einen langen Tunnel in der Schweiz gefahren, ich habe es vergessen. Aber irgendwie so 15 Kilometer irgendwas. Und so gerade im Tunnel hast du keinen Bock abzubrennen. Du fährst halt in den Tunnel rein, denkst du, oh nein. Aber alles gut, nichts passiert. Ralf hat für seine Kids hinten im Auto eine geile Aktion gebaut, Ralf. Ne? Dieses rausfahrbare Teil für Tablets. Du musst schon sagen, Hut ab! Ja, also danke. Ja, es funktioniert jedenfalls, kommt gut an bei den Kindern. Ja. Du hast deinen Bus auch ausgebaut diesen Sommer oder diesen Frühling dann, ne? Ja, das waren zwei sehr lange Tage, um das zu machen. Ich glaube, ich hatte nur ein Wochenende so wirklich, ja. Ja. Unsere auch letzte Episode war 9.4., also danach irgendwann, und dann ging es ja dann auch direkt bei euch in Urlaub, ne? Nach Italien oder genau, was? Genau, darum ging es. Ja, meine Freundin hatte vorher selber noch einen Bus gekauft, um die Reise zu machen, und dann hat sie sich entschieden, den wieder zu verkaufen. Das war ein T4. Baujahr Anfang 90 oder so, kann das sein. Und der hatte eben keine Klimaanlage und das ist dann schon unangenehm. Der ist auch nicht viel schneller als 100 gefahren, bis es dann unangenehm wurde. Und dann muss ich kurzfristig dort meinen Bus ausbauen, was aber auch ganz cool ist, weil es für die Arbeit einfach wirklich auch gut funktioniert. Also es ist für beides genauso gut nutzbar. Zum drin pennen oder Technik laden. Das finde ich ziemlich witzig, ja. Alpha auch der macht einzige... natürlich auch Spaß, wenn man so... Wenn man so. Hä? Das ein, wenn man so, du wolltest, ich habe dich unterbrochen.
Ja, wenn man so sowas basteln kann. Ich weiß nicht, so wie bei Henny, wie das jetzt klingt, ist es mit im Kopf schon fertig, das nächste. Also mir geht es immer so, dass ich wirklich das vorm Schlafengehen mache. Ich lege mich ins Bett und dann überlege ich nochmal, gut, was willst du da, wie geht das noch weiter, wie könntest du noch was weiterbauen? Man hat immer so Projekte im Kopf und baut die ohne Stift und Papier so fertig. Man überlegt sich, was man alles braucht und was man noch kaufen muss. Und dann mache ich das jeden Abend so 10 Minuten. Ich glaube, viel länger brauche ich nicht zum Einpennen oder vielleicht auch noch weniger. Und dann ist es interessant, dass man ja ohne großartige Notizen sowas beginnen kann, weil man es echt im Kopf schon mal fertig gemacht hat. Ich hab überlegt, ob ich das vorher plane und habe so ein 3D-Programm installiert gehabt und habe, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden mit dem 3D-Programm angefangen und habe festgestellt, dass das wirklich der Planungsprozess einfach wirklich aufwendig ist und bin dann auch zu, ich brauchst halt Holz, also kaufst jetzt Holz und dann brauchst du halt eine Säge und dann hast du eine Säge und dann fängst du einfach mal an. Ihr habt aber auch teilweise hier mit Ace unten gestanden im Hof. Und ich kam ab und zu dazu, weil dann ja irgendwann tatsächlich die Fußball-EM war und wir unten schön Fußball geguckt haben hier im Hof. Und hab mir hier und da mal von der ein oder anderen lebensgefährlichen Unfallserie berichten lassen. Was war so das Gefährlichste, was passiert ist? Wir waren in der Notaufnahme. Was? Ja, aber also alles gut. Ich habe so Hängeschränke oben, so Oberhängeschränke wie im Flugzeug, so diese Dinger. Und das sind halt so alles mit Tischlerplatten von unten und von der Seite. Und die Tischlerplatten sind halt richtig schön scharfkantig. Da ist noch nichts abgerundet gewesen. Und wir haben, glaube ich, gerade ausgemessen die Innenraumverkleidung, die es immer noch nicht gibt. Weil ich einfach noch keinen Bock. Und Ace misst gerade aus und halt voll mit dem Kopf gegen einen so eine Dreieckskante, einfach volle Kante dagegen. Setzt sich erstmal hin, so auf den Fußboden und dann so. Ja, und dann wurden halt schlecht und dann, also so nach einer halben Stunde haben wir entschieden, okay, jetzt ist halt hier Feierabend, wir fahren jetzt mal zur Notaufnahme. Also, und dann halt Gehirnerschütterung leichter. Aber, also ich meine, ich hab noch zehn Finger und so. Stark. Ja, also, wir sahen mich mal echt scheiße aus, so mit diesem Baukleber, den du so brauchst, am ganzen Körper gehabt. Und also, ich bin halt auch handwerklich nicht begabt, aber das macht irgendwie noch umso spannender, einfach da hast hier so ein Problem und dann, das kriegst du schon irgendwie hin und dann, aber so sieht's auch aus. Es hat aber 3 Wochen überlebt, also. Okay. Ja. Ralf war der Einzige, der mich so ein bisschen durch diesen mangelnden Festivalsommer gebracht hat. Also ich war, glaube ich, 2-mal feiern hier in Leipzig, 1-mal im Täubchental, da kam ich aber auch deutlich zu spät. Was immer gut funktioniert, sind die Videos von meinem Impfausweis. Mit vorne mal länger draufgehalten, wo mein Name ist und dann geblättert, geblättert, geblättert und dann gezeigt, guck mal hier, oh, das habe ich aber noch nie gesehen, das ist eine gute Idee, ja, kommen Sie rein. Und ansonsten war Ralf, ne, mit Ralf sein Outdoor-Beat, die er so veranstaltet, wirklich das nicht nur das Maß aller Dinge, sondern auch irgendwie die einzige Insel. Fand ich wirklich gut, Ralf, an dieser Stelle auch nochmal im öffentlichen Raum, Props in deine Richtung. Ja, und herzliche Einladung an alle, die Bock haben. Ralf, ja. Kann man wegen einer Woche und wegen Rage Against Machine nach Kanada fliegen? Meinst du jetzt so von der Moral her? Ja. Ich habe da neulich auch mit meiner Freundin ein bisschen drüber philosophiert. Also ich glaube wirklich dran, dass das Wohlstand wohl dafür sorgt, wenn es einem selber finanziell ganz gut geht, dass man wahrscheinlich einen deutlicheren Abdruck lässt, als manch andere Leute, die mit weniger zurechtkommen müssen und gleichzeitig versuchen, vielleicht einige dieser Menschen, ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass die da nicht nachhaltig denken, aber sie hat das Beispiel von Bekannten gebracht, die halt immer aus PET-Flaschen trinken und nicht Bio kaufen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass egal wie viel Bio wir kaufen würden und wie viel wir aus Glasflaschen trinken oder nur Mineralwasser aus dem Hahn, ich glaube, so einen Flug können wir so einfach nicht wieder gut machen. Ne? Von daher. Genau. Also Flug ist halt wirklich heftig. Ja? Also ja. Da kannst du auch Auto für jahrelang stehen lassen. Genau, Flug ist halt. Ja. Krass. Ich kann es dir nicht sagen. Ne. Also ist ja schon mal. Ich glaube, es ist schon mal mindestens gut, dass man drüber nachdenkt. Wobei das jetzt erstmal nichts besser macht. Nee, vor 10 Jahren hätte ich einfach auf kaufen gedrückt. Also ja. Vor 5 Jahren auch. Ganz klar. Ja. Alex, was sagst du? Alex ist gerade, da hat gerade einen Anruf gekriegt und ist gerade nach unten gegangen. Ach ja. Das heißt, wir sind gerade nur noch zu zweit. Der war so wichtig. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber jetzt ist er wieder da. Wir müssen mal, glaube ich, Pause machen.
Der kommt doch rum. Oh, es gibt einen Videoanruf. Hallo. Wir sehen gerade einen kleinen Jungen. Ich darf den Namen nicht sagen. Der ins Bett geht. Der ins Bett geht. Und da spreche ich dann rein. Und dann machen wir Podcast. Da hören voll viele Leute zu. Die wollen alle wissen, was wir Spannendes zu erzählen haben. Insgesamt würde ich sagen, sind es so an die 20 Millionen, die uns eigentlich immer wieder hören. Also echt viele, ja, ja. Ein Freund von mir, der hat mal im Radio gearbeitet und dort für Promotions war der zuständig und hat mal in einer Morningshow die ganze Zeit lang 10 Melonen verlost. Ziemlich geile Idee eigentlich. Aber ja, wir machen hier gerade Aufnahme. Wollen wir Tschüss sagen, Baby? Und ich mache hier weiter. Wie sprichst du? Wie ich spreche? Wenn ich moderiere? Das frage ich mich auch. Ja? Na, so wie ich jetzt spreche. Ich sage dann so, hallo Ralf, hallo Henny, das ist 3:1, euer Lieblingspodcast. Und heute im Interview der Integrationsbeauftragte. Und dann reden wir eben über alle Sachen, die so wichtig sind. Wir sind hier der Familienpodcast. Der Familienpodcast. Der Familienpodcast, was für okay, aus wir Deutschland. Müssen mal hier wirklich, wirklich ja. Kurz pausieren, glaube ich. Wir machen gleich weiter. Pause kurz, Ralf. Kurzer Zeitsprung. Das war gerade mein Sohn, der mich vermisst hat. Ich denke, das spricht für mich. Ja. Aber ist euch aufgefallen, dass meine Stimme sich verändert hat, natürlich? Oder ja? Ja, deutlich. Ja, ne? Das ist irgendwie, finde ich, immer so, egal mit wem ich rede. Also ob mit meiner Mutter oder mit meiner Frau. Oder mit Beruf, also ich würde sagen, mit meiner Frau und mit euch ist es am ehesten so. Aber man macht immer so einen kleinen anderen Stimmfall rein, egal mit wem man so zu tun hat. Oder? Ja. Nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Vielleicht ist es auch wirklich. Ich glaube, es ist nur bei Kindern so und dann ist es halt situationsabhängig. Und bei Verliebten. Aber bei ja. Beispielsweise bei Menschen, zu denen man freundlich sein muss, weil sie etwas haben, was man haben möchte. Ey. Ich habe meinen Personalausweis nicht verlängert, war jetzt einen Monat zu spät und war auf dem Bürgeramt und dort hat mich echt diese Frau, ohne Scheiß, die war, so waren die früher drauf, die, wenn sie umgekommen sind, vom Wachturm gefallen sind. Also echt, die hat mich meine Unterschrift 4-5 Mal auf diesem scheiß Plastikpad nachholen lassen, weil sie gesagt hat, es sieht aber nicht so aus wie die andere, wir werden hier auch geprüft, das können wir so nicht machen. Hä? Habt ihr schon mal eure, oder könnt ihr eure Unterschriften identisch machen? Auf gar keinen Fall. Nein, bin ich ganz weit weg von. Ey, ich habe mich so, wirklich so vorgeführt gefühlt von dieser Frau, aber man hat natürlich trotzdem immer noch, ich bin ruhig geblieben, weil ich wollte ja diesen Personalausweis, weil ich möchte ja in 2 Wochen nach Tschechien ausreisen und brauche dort eine Online-Anmeldung und einen funktionierenden Personalausweis. Und ja. Das war richtig, richtig unangenehm. Worüber haben wir denn eigentlich gerade geredet, bevor eine Familie angerufen hat? Keine Ahnung. Wir waren beim Thema Bus. Ah ja. Ach noch. Ah. Ja. Doch noch beim Thema Bus. Ja, oh. Was hast du gemacht? Ich habe gerade den PC unten getreten. Aber gut. Das ist in Ordnung. Ja, nein, genau. Ralf hat schöne Boxen gebaut und das war Party. Aber da waren wir schon längst vorbei. Ne? Wir sind beim Bus irgendwie geblieben. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann der Bus danach? Ja, okay. Ja. Ja, es ist skurril, weil für uns klingt das so wie, die können sich nicht erinnern und für die Zuhörerin, die denken, das war doch eben erst. Ich finde es fantastisch, wie selbstverständlich du genderst mittlerweile, Ralf. Ich kriege nur das nicht betont, das in. Musst du auch nicht. Zuhörer ich finde es auch völlig in Ordnung, einfach von Zuhörerinnen zu sprechen. Ist doch scheißegal, wir haben jetzt mehrere. Das ist auch gar nicht aufgefallen gerade. 100 Jahre über Zuhörer okay. gesprochen und den Zuhörerinnen, denen ist es offenbar auch nicht aufgefallen. Machen wir es jetzt einfach andersrum. Also ich finde auch so dieses Innen extra zu betonen, das kommt echt anstrengend rüber, aber man kann ja einfach von Zuschauerinnen, Zuhörerinnen sprechen, das ist doch völlig in Ordnung. Also meistens versuche ich wirklich, indem ich einfach beides vollwertig nenne. Das finde ich persönlich noch das Angenehmste, wenn man nicht ganz oft dann hintereinander das bringt. So, auch jetzt muss man die Frage bei einigen der Recruiting-Filme, die wir haben, was für Menschen arbeiten denn bei Ihnen im Team? Das sind Betriebswirtschaftler und Betriebswirtschaftlerinnen und wir haben Architekten und Architektinnen, die werden nicht wieder fertig, ey. Die sind alle total locker und flowig nach einer gewissen Zeit, dass man die Leute interviewt, ja. Und dann stellt man die Frage und die kommen wieder völlig raus. Das geht,
echt so schwer zu antworten, um das gendergerecht zu machen. Naja, gut, nebenbei, off-topic. Ja, also wir haben gestern eine Sprachnachricht hin und her geschickt, Ralf, da hast du mir erzählt, dass du das Thema Corona mittlerweile ausklammerst aus Gesprächen und eben gerade beim draußen sitzen oder nochmal auf dem Klo sein, hast du gedacht, oh, wir sind so ein bisschen schleppend reingekommen in diesem Podcast, keine Ahnung, ob das stimmt, wenn wir dann nochmal drüber hören, rausfinden. Ja, wir nicht, du. Ja, ja, das stimmt, also zumindest mental. Wollen wir es trotzdem aufmachen, kurz, Ralf, und darüber reden, wie es uns geht mit unserer Gesellschaft, also unserer persönlichen Gesellschaft mit anderen Menschen und wie wir damit umgehen? Na, das sage ich doch mal. Vielleicht sind wir jetzt etwas schwer reingekommen, weil nichts davon sehr emotionsgeladen war. Ja. Und wenn wir jetzt das Corona-Thema aufmachen, dann sind Emotionen garantiert. Weise. So sehe ich das. Aber hast du meine Sprachnachricht gehört, oder? Ja, genau, die habe ich noch gehört. Ich war heute bei der Booster-Impfung und auf dem Heimweg habe ich noch deine Sprachnachricht gehört, ja. Und habe mich eigentlich auch schon darauf gefreut, dass wir hier das Thema oder die Themen nochmal aufmachen, ja. Wobei ich wieder nicht weiß, ob wir damit weiterkommen oder ob ich einfach nur Frust rauslasse, so vom Prinzip her. Ich habe das Gefühl, die es sind zwei Seiten. Es ist ein bisschen so wie in Amerika mit Blau und Grün. Blau und Grün. Genau, wie mit den grünen Republikanern, weiß man ja. Nee, mit den mit Blau und Rot. Man kann sich überhaupt nicht mehr so richtig austauschen. Es ist eigentlich nur ein Versuch, immer wieder aufeinander zuzugehen, aber ab einem bestimmten Punkt ist man dann so emotional angefasst, dass man sich entweder wegdreht oder das Thema wechselt oder anfängt loszubrüllen und das beiderseits. Irgendwie fehlt mir die Kommunikationsgrundlage gerade. Ich glaube, es ist mittlerweile ein religiöses Thema fast. Ja, Glauben halt, ne? Nicht wissen. Und die Verhaltensweisen auf beiden Seiten sind religiös. Also sowohl bei denen, die sich, also so die hatte der Standpunkt, das ist auch vollkommen okay. Aber ja. Ist ja religiös jetzt nicht ein bisschen zu großes Wort? Also wo sind da die Religion? Beschreib mal diese Analogie. Nicht Religion im Sinne von, wir haben irgendwas Übermenschliches, an das wir glauben, sondern die Art und Weise, du kannst jetzt nicht irgendwie verlangen, dass ein Jude mit einem Christen und mit einem Muslim sinnvoll über das Thema, wer ist hier eigentlich der einzige Gott, diskutieren kann. Das wird ja einer überlebt enden, ja. Und ich glaube, da sind wir gerade, was die Corona-Diskussionskultur betrifft. Dass entweder bin ich halt auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt eigentlich keine Grautöne mehr in der Diskussion. Und das Schlimme ist, es gibt für mich auch keine Grautöne. Also, weil es ist ja Wissenschaft, weißt du, so Apfel fällt runter und fällt halt runter, weil Erdanziehung, und so ist es da halt auch. Also, wir können es über über die Corona-Politik, ne, da gibt es tausende von Grautönen, das ist natürlich immer noch eine Katastrophe. Und auch über die Gründe, da kann man sicherlich schön diskutieren, aber halt so fundamental, gibt es das Virus, ist das Virus schädlich? Da gibt's halt. Okay, gut, aber nützt die Impfung? Ist die Impfung schädlich? Da ist ja schon, das ist jetzt nicht über den Corona-Politik, aber es ist ja sehr Corona-relevant. Ja, das sind beides aber zwei wissenschaftliche Fragen, die auf alle Fälle schwarz-weiß zu beantworten sind. Und ist es da nicht immer wieder die Argumentationsbasis der Corona-Leugner bzw. Impfgegner, um jetzt bei diesem Thema zu bleiben, dass das uns anders verkauft wird, als es tatsächlich ist? Und das ist ja wieder so ein ganz fundamentaler Wissenschaftsleugnungspunkt, der aber vielleicht gar nicht auf Wissenschaft fundiert, sondern eigentlich nur auf dem Transportmedium, nämlich Medien, soziale Medien. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, aber das ist auch schon vor 20 Jahren falsch gelaufen. Also Wissenschaftskommunikation und Politikkommunikation ist ja jetzt irgendwie halt ganz lange Zeit auf Schlagzeilen in der Bild mit drei Worten, wir sind Papst, irgendwie runtergebrochen worden. Und du kannst aber so eine lange Diskussion mit... Meinst du Theologiewissenschaft jetzt einfach so? Ja, also wie auch immer. Die Diskussionskultur ist ja vor Corona schon abhanden gekommen. Und dass die Leute bereit sind, irgendwie Wissen anzueignen und so. Ne? Und Corona fördert das ja jetzt nur zutage. Also ich bin vollkommen bei dir, was du gerade gesagt hast. Ich versuche jetzt die ganze Zeit im Kopf schon die Sätze zusammenzubauen, mal sehen, ob ich es ordentlich formuliert bekomme. Also ich würde jetzt nicht denken, dass das irgendwie eine Entwicklung ist, dass die Kommunikation so wesentlich anders geworden ist oder dass Ralf, geh mal näher ans Mikrofon, dass die Politik schlecht kommuniziert oder die Wissenschaft, sondern ich denke, es gibt einfach einen gewissen Anteil an Menschen, die sich dafür nicht so sehr interessieren erstmal. Also jetzt, wenn nicht
direkt betroffen sind, sich damit auseinanderzusetzen, was Wissenschaft oder Politik angeht. Das, glaube ich, kann man auch niemandem über die Übel nehmen. Kann jeder sich entscheiden, einfach sein Leben so locker dahin zu führen. Und das jetzt aber plötzlich das eine Wichtigkeit hat und eine Relevanz, was man selbst tut, auch für andere dann eben eine Konsequenz hat. Und plötzlich müssen die Leute sich damit auseinandersetzen, aber aus meiner Sicht, na gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu mutig, aber dass sie nicht das gelernt haben, wie man sich mit Informationen auseinandersetzt. Und es gibt ja wissenschaftlichen einige Punkte, wissenschaftlichen Informationen. Es gibt halt einige Punkte, die dazu führen, dass man grundsätzlich eher skeptisch wird. Ja, es ist eine gewisse Komplexität, das ist immer wieder bei der Religion eigentlich. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe und ich versuche mir eine einfache Erklärung herzuleiten. Und wenn ich das Virus nicht verstehe und wie so eine Impfung funktioniert, dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, es gibt eine Verschwörung von Menschen, die was Böses wollen. Ja. Das ist irgendwie also, so simpel. Zu dem letzten Punkt, den du gemacht hast, mit die haben vielleicht die Grundlage nicht, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Das gilt vielleicht für die Menschen hier im Osten, wo halt eher, ich sag's mal, der AfD. Ach Quatsch. Lass mich meinen Punkt mal machen. Der AfD-Wähleranteil halt groß ist und die deckungsgleich sind mit den, nennen wir sie Impfgegner. In Baden-Württemberg hast du ja einfach das gleiche Phänomen, aber in Baden-Württemberg sind es eher halt die schon gut gebildeten Akademiker, Esoteriker, Bioladen-Einkäufer, die auch auf dem Trip sind. Das heißt, die haben prinzipiell das Rüstzeug, sich mal 3 Studien reinzuknallen, vielleicht auch in Englisch, um sich das selber durchzulesen, was eigentlich da gerade Thema ist. Das heißt, die These trifft auf einen Teil der Impfgegner, Corona-Leugner, wie auch immer zu, aber halt nicht auf alle. Ich glaube, es ist ein total geringer Bruchteil der Leute, die es betrifft, also der Menschen, die lesen können, die sich wirklich die Studien durchlesen. Also ich habe auch studiert und habe einen Magisterabschluss, aber habe trotzdem überhaupt keinen Bock, mich mit irgendwelchen 0,1 und 0,2 Tabellen zu beschäftigen. Ich könnte es durchlesen, ich kann auch Englisch, aber ich mach's nicht. Also ne, das Rüstzeug ist da, ich mach's trotzdem nicht. Aber ich bin deswegen auch kein Impfskeptiker oder Impfablehner. Genau, aber das eine folgt ja nicht zum anderen. Also gibt es ja keinen Zusammenhang. Aber wenn du, die Leute kommen ja auf diese Impfskepsis durch irgendwelche anderen Informationen, durch, keine Ahnung, YouTube-Videos, wo irgendein Quatsch erzählt wird. Das heißt, die glauben irgendein... Mach mal. Die glauben irgendein Hans-Jörg auf YouTube mehr als halt 200.000 Wissenschaftlern. Hans-Jörg TV. Ja. Aber die Frage ist, ob das erst die Stelle ist, wo sie sich entscheiden oder in eine Richtung gehen. Also ich habe jetzt einfach mal, ich gehe mal ein Stück zurück, ja, im Bekanntenkreis und auf mich selbst bezogen. Ich habe einfach, es war die Pandemie, hat begonnen und es hieß 6 Monate, bis ein Impfstoff kommt. Und ich habe gedacht, puh, hoffentlich schaffen die das früher. Das war so mein Gedanke, ne? Und dann zu dem Zeitpunkt, als die Impfung da war, verfügbar oder es klar war, dass sie demnächst verfügbar ist, habe ich mit jemandem gesprochen, den ich gut kenne, den ich auch sehr schätze. Und diese Person hat dann gesagt, ich lasse mich erstmal nicht impfen, das geht mir zu schnell. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der richtig getestet ist. Ohne jegliche weitere Informationen. Ja? Und auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, dass es da hunderte von Videos gab oder sowas. Und ich glaube einfach, dass solche Personen, die dann eben sich in die andere Richtung entscheiden, vielleicht eher ansprechen auf diese Videos dann, aber trotzdem den Weg, den sie eingeschlagen haben, dass der früher diese Weggabelung ist sozusagen. Und ich frage mich, warum da nicht so ein Grundvertrauen da ist. Also ich würde erstmal nicht auf die Idee kommen, in Frage zu stellen, ob dieser Impfstoff jetzt gut für uns sein soll oder schlecht, weil er mit Mikrochips voll ist. Also denke ich sofort, nee, die wollen uns da helfen. Auch wenn da Pharmaunternehmen Geld mit verdienen wollen, im Grundsatz wollen sie die Krankheit besiegen. Oder sie wollen Geld verdienen und verdienen dadurch Geld, dass sie die Krankheit besiegen. Wie auch immer. Aber nicht, dass diese Krankheit von ihnen geschaffen wurde oder sowas. Also ich vermute, dass es so eine Schockstarre ist. Und innerhalb der Schockstarre versucht man dann trotzdem, sich irgendwo festzuhalten. Ich glaube, so eine Pandemie, das ist einfach so unvorstellbar, dass sowas passiert. Mit all den Einschränkungen, die dann ja folgten. Dass so gewisse Vernunftsmechaniken nicht mehr so funktionieren wie normalerweise. Also bei mir im engen Familienkreis gibt es auch eine Person, der ich das nicht zugetraut hätte
und die jetzt möglicherweise ins Berufsverbot muss ab März und die das trotzdem nach wie vor aufrechterhält. Und andere hier bei uns in der Bürogemeinschaft, in der ich früher hier noch eine Etage weiter unten gearbeitet habe, da ist jemand, der hat eine Freundin, die ist Ärztin und zwar hier in Leipzig und die lässt sich nicht impfen und er lässt sich auch nicht impfen. Und die droht jetzt im März auch ins Berufsverbot zu gelangen und deswegen überlegen die ernsthaft, ob die ausreisen. Also auswandern. Aber ich weiß so, die Impfung gibt es jetzt seit knapp einem Jahr. Das heißt, die haben den Widerstand schon seit einem Jahr aufrecht erhalten, ihren innerlichen Widerstand. Das heißt, sie sind in dieses Thema hier, das sind alles Verbrecher um Bill Gates und 5G, sind die ja vollkommen committed. Ja, also jetzt irgendwie noch einmal zu sagen, ich habe mich ein Jahr lang geirrt. So, was ich ein Jahr lang erzählt habe und euch immer gepredigt habe, ist Quatsch. Ich lasse mich jetzt impfen. Ja, das ist eigentlich. Das ist ja wie machbar. Der Kirche Abzug. Also so irgendwie dann ne, ja, ja. zu sagen, ja. ach nee, Gott, nee, gibt's doch nicht. Ich habe in unserer Abi-Zeitung als Spruch geschrieben, das Grundübel der Menschheit ist die Unfähigkeit zur Einsicht. Und es bewahrheitet sich immer wieder. Yes. Ich habe da auch noch eine Sache dazu. Das ruht auf einem Podcast, die Lage der Nation, den ich immer höre. Aktuelles politisches Geschehen in Deutschland, der Welt. Einmal in der Woche zusammengefasst, so in 1 bis 1,5 Stunden. Und die haben auch davon erzählt, dass es geht in die gleiche Richtung, dass es Menschen sehr schwer fällt, sich irgendwas einzusehen, anders zu tun, weil sie haben es so formuliert, die Angst, das eigene Gesicht zu verlieren. So. Und es geht so weit, dass es bei der Polizei gibt so Schulungen für solche Psychologen, die dann so Leute vom Dach runterholen, die gerade runterspringen wollen. Und eine Taktik ist, dass wenn die da oben stehen, so an der Kante, und unten stehen schon alle anderen Schaulustigen und unten ist das Fangnetz aufgebaut, meinetwegen auch noch, dann kommen die hin und sagen dem Typ oder der Frau da oben, pass mal auf, ich weiß nicht, warum du da oben stehst, ich weiß auch nicht, warum du springen willst und ich will dich jetzt auch nicht grundlegend dich nur überreden, davon dazu bringen, dass du nicht springst, aber ich kann dir sagen, ich kann jetzt ein paar Feuerwehrleute hochschicken und die nehmen eine Uniform mehr mit und die kannst du anziehen. Und dann kannst du unten rausstolzieren und keiner wird wissen, dass du es bist. Hm. Und das funktioniert. Aha. Das finde ich schon ziemlich krass. Nochmal ein Neustart quasi, unabhängig von dem, was war. Ja, aber wir wollen einfach, wenn die da oben stehen, die sagen, wenn sie springen wollten, dann wären sie schon gesprungen. Ist eine Annahme. Und dass, wenn sie dann aber runterkommen würden, würde es heißen, ich habe es mir doch anders überlegt. Und das wollen sie nicht zugeben, dass sie eigentlich gar nicht springen wollten. Hinten auf der Jacke steht, ich war's. Aber ja, das macht, aber das, ja, also makes sense. Ja, ich habe noch zwei interessante Sachen in dem Zusammenhang, das ist jetzt so, weil ich die echt, die fand ich interessant. Habe ich auch einen Podcast gehört zum Thema Verschwörungstheorien und es sind zwei Sachen. Einmal haben die so einen Test gemacht, ich kann es jetzt vielleicht nicht ganz 100% explizit genau wiedergeben, aber der Grundgedanke dahinter kommt auf jeden Fall rüber. Also die haben eine Studie in Polen durchgeführt und haben dort Leute gefragt oder haben denen gesagt, pass mal auf, in Deutschland da glauben die meisten Menschen, die wissen davon und meinen das zu wissen, dass eigentlich die Welt von Echsen regiert wird. Dann haben wir gefragt, dann, was sagst du dazu? Könnte es möglich sein? Könnte da vielleicht was Wahres dran sein? Und dann haben so und so viele Leute gesagt, ja, könnte sein. Und so viele Leute haben gesagt, nee, das ist doch totaler Quatsch. Und dann haben sie andere Leute gefragt, gleiche Stichprobenumfang und so weiter und gleicher Querschnitt. Dann haben sie gesagt, pass mal auf, hier in Deutschland, da denken die meisten Leute, die Welt ist so, wie sie ist halt, ne? Aber es gibt so ein paar wenige, die sind der festen Überzeugung, dass die Welt von Echsen regiert wird. Und dann wieder gefragt, was hältst du davon? Ja, die auch war, meinst du, das ist möglich? Und dann ist der Prozentsatz größer, wenn sie annehmen, dass es in Deutschland weniger Leute daran glauben. Und das ist echt eine Zwickmühle aus meiner Sicht. Was? Ich habe es gerade auch verloren, Ralf. Ich habe auch nicht verstanden, Ralf. Du musst nochmal die beiden. Ich habe so viel Mühe gegeben. Was? Also, glaubt jetzt das Ausland eher, dass wir Unrecht haben? Es geht nicht ums Ausland. Es geht eigentlich nicht ums Ausland. Es geht um. Nee, es geht jetzt darum, dass die Polen hören von anderen Leuten. Also ich mache es nochmal ganz kurz. In Deutschland sind entweder bei der einen Sache, die sie erzählt haben, die meisten Deutschen glauben, Echsen regieren die Welt. Und dann haben angenommen, 20% derer, denen das erzählt wurde, auch gesagt, das könnte natürlich echt was dran sein. Hat man denen aber gesagt, in Deutschland glauben nur 2% der Menschen, dass Echsen die Welt regieren.
dann haben mehr als 20% der Polen gedacht, oh, da könnte was dran sein. Also bei Verschwörungstheorien ist es ist es nicht so, dass man dem folgt, was scheinbar die Meinungsdominanz ist, sondern er sich sagt, oh, das scheint was Geheimes zu sein, was nicht jeder weiß. Mhm. Und wenn das nicht so viel wissen, ist scheinbar mehr eher was dran. Versteht ihr das? Ja. Jetzt? Ja. Und das ist also sozusagen, wenn sich Verschwörungsleute, so die daran glauben, wenn man denen sagt, ey, das, was du da denkst, das ist doch Quatsch, jeder andere denkt doch das anders, dann fühlen die sich noch bestätigt, weil sie glauben, sie gehören zu dem kleinen Prozentsatz an Menschen, die die Wahrheit sehen. Mhm. Sonst gilt in der Medienwirkung einfach, dass die scheinbar typische Meinung in der Nation, jetzt mal auf Deutschland bezogen, näherst du dich der auch an. Also wenn in Nachrichten oder in Medien mehr berichtet wird, dass wir Immigranten reinlassen, ist gut, dann würdest du dich eher in diese Richtung tendieren, das auch so zu sehen. Ja. Bei Verschwörungstheorien ist es andersrum. Mhm. Das ist schon mal zu skurril. Und jetzt kommt noch was anderes. Ich hoffe, diesmal gleich besser. Ja, ich auch. Anderes Experiment. Die haben so Leute an zwei Testgruppen, auch wieder gleich aufgebaut so in etwa. Die erste Gruppe setzen sie an den Computer ran und sagen, hier, pass mal auf, ihr habt da auf dem Computer so ein Spiel, so ähnlich wie Schach, also so ein Schachbrett einfach zu sehen. Und darauf könnt ihr eine Figur bewegen auf die verschiedenen Felder. Und unter manchen Feldern ist da eine Überraschung drunter. Also legt mal los. Einfach ein bisschen Beschäftigung. Es gab nicht die Möglichkeit, direkt zu gewinnen, sondern man hat einfach die Figur bewegt und unter manchen Feldern ist dann was passiert, bei manchen ist nichts passiert. Verständlich soweit, oder? Ja. Ja. Und dann hat man die gefragt, sag mal hier, danke, habt ihr super gemacht, aber wir haben noch so eine Geschichte, wollen wir erzählen. Stellt euch mal vor, ihr seid in eurem Unternehmen, oder nee, da ist ein Unternehmen und das eine Person, die steht kurz vor einer Beförderung. Sieht eigentlich alles gut aus. Die hat alles ordentlich gemacht, gute Bewertungen, die Gespräche mit dem Chef liefen alle gut. Und jetzt wäre morgen das nächste Gespräch, wo wahrscheinlich diese Beförderung nochmal festgemacht wird und die Person freut sich drauf. Kriegt aber am Tag vorher, sieht sie Mailverkehr zwischen dem Chef und einem anderen Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin. Dass die ziemlich viel hinhergeschrieben haben, ohne direkt Einblick zu haben, was da passiert ist. Und am nächsten Tag findet das Gespräch statt und die Beförderung kriegt diese Person nicht, von der wir eben gesprochen haben. Und dann fragen die, ist das einfach nur Zufall, dass da vorher so viel Kontakt zu anderen Mitarbeitern war? Oder ist hier vielleicht was nicht ganz koscher, ist hier irgendwas nicht ganz richtig gelaufen? So? Ist hier irgendwas komisch? Mhm. Und dann gab es wieder eine Auswertung. Dann das zweite Team kam ran, die zweite Stichprobenumfrage, die Leute rein, auch an den Computer rangesetzt, die konnten die Figur bewegen. Und jetzt war es aber so, dass die Figur sich nicht immer dahin bewegt hat, wo man sie hingesteuert hat, sondern sie ist wahllos irgendwo anders hingehüpft. Und sie haben auch denen wieder diese Situation erklärt und gefragt. Und dann war es so, dass mehr Leute gesagt haben, hier geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. In Bezug auf die Story, die dann erzählt wurde. Mhm. Das war quasi so ein Gedanke dahinter, weil wenn man selbst ein Gefühl von Kontrollverlust hat, neigt man dazu, zu glauben, dass was nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Und Pandemie mit Ausgangssperre ist auf alle Fälle Kontrollverlust, ne? Genau, bleibt mein Job noch, wie geht das hier alles weiter? Ja. Und auch interessant ist dahingehend noch, dass wenn man meint zu wissen, woran es liegt, ja, also wenn man eine Antwort hat, wie die Verschwörung, ja, auch wenn man sie nicht beeinflussen kann, gibt das ein Gefühl von Kontrolle. Auch merkwürdig, aber ist so. Hm. Also die Leute können ja trotzdem nichts daran ändern. Wir werden regiert von Menschen, die irgendwas Böses für uns wollen, die tun nichts dagegen, die gehen vielleicht auf die Straße und schreien irgendwas. Oder demonstrieren, aber sie können ja nichts dagegen tun. Trotzdem glauben sie oder meinen vom Gefühl her, sie hätten Kontrolle zurückbekommen, die de facto nicht da ist. Was macht man jetzt? Einfach der Dinge harren und hoffen, dass das bald vorbeigeht und hoffen, dass das alle wieder vergessen haben und wir irgendwann wieder zusammenfinden? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass unsere Gesellschaft generell, egal ob jetzt Pandemie oder Politik oder Migration, gespalten bleiben wird, Klimawandel? Ich versuche mich bei Leuten, die mir nicht nahestehen, auf die Religiosität zurückzubeziehen und zu sagen, Diskussion ist nutzlos und geht der Diskussion aus dem Weg. Das ist natürlich bei Leuten, die einem nahestehen, mega schwer bis unmöglich.
Und ich glaube, dass halt das Thema, dass das Corona-Thema mehr Emotionalität hervorruft als die Maßnahmen, die wir für Umweltschutz, Klimaschutz brauchen. Mehr Emotionalität. Ja. Mhm. Weil du ja viel mehr direkt betroffen bist. Du bist zu Hause, deine Kinder sind die ganze Zeit zu Hause. Ich drehe durch. Du drehst durch und beim Klimawandel stirbst du aus in 5 Jahren, weil du in einer Dachgeschosswohnung in der Stadt wohnst. Und es ist im Sommer zu heiß. Ja. Also die Betroffenheit ist viel direkter gerade. Ja. Für uns im Westen, also im ja, politischen Norden und Westen. Ja. Also ich habe die Befürchtung, dass die Menschen, die jetzt schon ein Stück weit erwachsen sind, ja, so in ihren 30er, 40er, 50er Jahren, keine Ahnung, dass die das mit die nicht mehr eingefangen bekommt, so, oder ihnen sozusagen so eine gewisse Kompetenz noch dazu bringt, so Informationen richtig zu begutachten und zu bewerten. Deswegen habe ich einfach nur die Hoffnung, dass wir daraus lernen, dass wir das irgendwie schon in der kindlichen Bildung irgendwie ein bisschen mit untergebracht wird, dass man, wie man mit Komplexität umgeht, wie man mit Informationen umgeht. Also ich glaube, unsere Welt wird ja nicht einfacher, so im Verständnis, was da passiert. Also Globalisierungsgegner, das ist für mich vielleicht nicht wesentlich was anderes, so, die da einfach erstmal schlichtweg dagegen sind und glauben, dass irgendwelche Wirtschaftsbosse die Welt regieren. Von daher hoffe ich einfach, dass man das irgendwie über Medienpädagogik oder wie auch immer man das dann nennt, so ein bisschen zumindest für die nächsten Generationen auf die Reihe kriegt. Und vielleicht müssen auch dann an mancher Stelle Politiker ein Stück weit Abstand nehmen von ihrem Politikergerede, dass sie eben an einem Tag das eine sagen und am anderen Tag doch ein bisschen was anderes, was ich völlig verstehe, so im Sinne eines Wahlkampfs. Kann ich mir vorstellen, dass das eben einfach Sinn macht, ja. Aber vielleicht müssen sie auch das ablegen, um dass an vielen Stellen einfach wieder auch bei solchen Leuten so ein Grundvertrauen in den Staat entsteht. Ich glaube, wir sind ja in Deutschland hier mit der tollen Demokratie, die wir haben, echt eigentlich ein Glückstreffer, wo wir geboren wurden, finde ich. Und dass selbst hier so viele Menschen das alles in Frage stellen, das verstehe ich nicht. Ja, in der Genlotterie hatten wir auf elf Fälle Glück. Ja, also auf ganz klar. Mit der Bildung bin ich vollkommen bei dir. Das kann aber nur die halbe Wahrheit sein. Die andere halbe Wahrheit ist, dass es ja einfach auch ehemalige Verschwörungstheorien gab, die sich als wahr beinhaltet haben. Nummer eins: wir werden alle von der USA abgehört, Echolon und so, war vor 10 Jahren noch eine Verschwörungstheorie und du wurdest als Idiot gebrandmarkt, wenn du das erzählt hast. Und dann kam Edward Snowden und Chelsea Manning und die beiden haben Papers dazu veröffentlicht und jetzt ist es klar, was die Five Eyes machen. Nummer zwei ist, du hast Rumsfeld, hieß er, glaube ich, der von der CIA gefälschten Beweisen vor der UN steht und den Einmarsch im Irak quasi dadurch forciert. Ne? Also du hast ja einfach auch autoritäres Handeln, was auf alle Fälle gegen Menschenrechte und gegen uns als Bevölkerung gerichtet ist. Ja, auch von Demokratien, siehe USA. Hier dieser türkischstämmische deutsche Journalist, der, ich habe den Namen vergessen. Also es gibt wirklich einfach genug Fälle, wo du denkst, Jungs, ihr Demokratie habt ihr aber irgendwie nicht verstanden. Ja? Und was ist jetzt die halbe Wahrheit dahinter? Dass auch Politik mit offenen Karten spielen muss. Und halt einfach, weißt du, und solange solche, also das ist ja auch ein Nährboden einfach für Verschwörungsmythen, dass du halt auch sowas machst. Ich, also, vielleicht ist das auch noch eine schöne Frage. Ich habe auf jeden Fall noch eine Verschwörungstheorie, an die ich glaube, also nicht glaube ist falsch, aber wo ich offene Fragen habe und das ist tatsächlich 9-11, also World Trade Center Nummer 7, warum ist das eingestürzt? Das ist, also 9-11 ist für mich noch nicht 100% aufgeklärt. Ist das der Süd- oder der Nordturm? Das ist 1 und 2, da sind ja 3 Türme eingestürzt, wo kein Flugzeug, also der dritte ist kein Flugzeug reingeflogen. Das ist jetzt, also da gibt es einfach für mich noch zu viel, ich hab noch offene Fragen. Es gibt eine Netflix-Doku. Können wir gleich nochmal reingucken. Ja, können wir voll gut reingucken, genau. Also, das ist für mich, ja. Da steht eh nur Scheiße drin, ich weiß nicht, viel besser. Da steht Scheiße drin im neuen Netflix-Magazin. Ja. Nee, aber also so, das ist nicht aufgeklärt. Ne? Und Echelon, also das Überwachungsprogramm von den Amis, war 20 Jahre lang aktiv, bevor es aufgeklärt wurde. Das heißt, ne, dass für mich auf alle Fälle
Was machst du denn da, Ralf? Kratzt du dich am Bart oder was ist los? Mit deinem Kronkorken oder doch? Mit meinem Kronkorken an meinem meiner Hand rum, ja. Ah, ja. Das hörst du oder was? Ja, das hören nicht nur ich, sondern alle. Habt ihr noch Verschwörungstheorien oder so? Verschwörungstheorien. Also ich habe früher mal, das war noch so eine Überlegung von mir, wie ich, ob ich einfach null anfällig für sowas bin oder vielleicht doch. In der Schulzeit habe ich mal so Illuminaten mich informiert. Und ich fand das immer skurril, weswegen wirklich auf dem Dollarschein so eine Pyramide mit so einem Auge ist. Weil ich überhaupt nicht dachte, was haben die jetzt die Amis mit Pyramiden zu tun? So. Aber da waren wir doch alle mal, oder? Also ich glaube, das ist auch mit 18 und mit 20 einfach vollkommen okay, dass du jetzt der 20-Jährige bist, der die Strippen der Welt erkannt hat und natürlich das Böse versteht. So, oder? Ja, aber genau, aber ich meine jetzt, soweit ich mich erinnere, dass ich mich halt damit beschäftigt habe, aber es gab nie den Punkt, an dem ich das für wahrscheinlicher gehalten habe, als dass es nicht der Fall ist. Hast du recht gut formuliert? Also ich habe es nie wirklich ernst genommen. Da war ich tiefer drin. Ja. Achso. Okay. Ich dachte, das ist eine Formulierung. Aber. Und wie bist du wieder rausgekommen, Henny? Waffengewalt. Ja, ich glaube halt einfach, erstens durch politische Aktivität und halt viel lesen und halt. Also ich glaube es ja auch einfach mit 3 Jahren, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Dann kannst du auch mit 20 Jahren mal an die große Weltverschwörung glauben. Aber du kommst ja irgendwann aus dem Weihnachtsmann-Glauben auch raus. Also musst du irgendwann aus diesen. Ja. Na, was bedeutet das jetzt für Impfgegner und Corona-Leugner? Ich glaube, also entweder das läuft ein bisschen so wie in England, dass die jetzt sagen, okay, Omikron, Leute, gut und schön, aber wenn ihr jetzt nicht Bock habt, euch direkt anzustecken, dann macht mal. Oder ja, sie stecken sich halt an. Also ich glaube nicht, dass sich noch jemand überzeugen lässt, großartig. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ja, wenn ich Joshua Kimmich beispielsweise. Wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt das Genesen-Thema oder angesteckt, also nicht das Ende. Das heißt, wenn wir ständig neue Supermutanten haben, dann geht es immer wieder darum, sich impfen zu lassen. Also wir sind ja nicht durch, wenn jetzt alle mal infiziert waren. Das kann ja sein, dass das wie bei Grippe wird. Dass du halt jeden Herbst dir deinen Grippe und deinen Corona-Shot abholst. Genau, und bei der Grippe spricht aber nicht das Gesundheitswesen zusammen, wenn du es nicht tust. Genau. Das heißt folglich, dass wir eigentlich irgendwie diese Impfgegner dazu aus meiner Sicht bekommen müssten, dass sie sich doch impfen lassen. Wir werden es mitkriegen, weil im näheren Umfeld von allen Leuten wird es irgendwann, also zumindest bei allen Ungeimpften, wird irgendwo im Umfeld mal jemand krank werden in den nächsten 2 Jahren und dann kann man sich nochmal neu entscheiden, ob er darauf Bock hat oder nicht. Weil das ist nur von den Medien gemacht, das zählt irgendwann echt nicht mehr. Also dann ist irgendwann die Tiefste. Ja, aber das meine ich, da bleibe ich bei dem Gesicht verlieren. Also ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung, dass die Leute vielleicht durch die Impfpflicht eben auf ihrer Meinung beharren können und trotzdem nachgeben. Ja, also sie können nach außen weiterhin so wirken, jetzt wären sie voll dagegen, aber impfen sich halt trotzdem. Können sie ja machen. Für mich okay. Also für mich dann auch ein Grund für die Impfpflicht, was dafür spricht. Sarah Wagenknecht ja jetzt dagegen argumentiert. Ich würde sagen, Alex, nee, du bist noch die Frage nach deiner Verschwörungstheorie. Ich habe keine. Ich habe wirklich keine. Du bist einfach nur feige. Ich habe keine. Ich überlege die ganze Zeit. Ich habe keine, Henny. Ich habe auch keine Zeit. Ich bin ja auch ein Fachidiot. Also mit allem, womit ich mich wirklich intensiv beschäftige, beschäftige ich mich so intensiv, dass ich da eigentlich schon mit Leuten gesprochen habe, die da auch so tief drin hängen, dass sie mir die Wahrheit schon sagen. Und haben sie auch schon? Also von wegen, welche Fußballtrainer? Die Wahrheit. Na, irgendwie dieser und jener Fußballtrainer, der ist doch eigentlich ein Arschloch. So, das kriege ich dann von ehemaligen Spielern, von den Fußballtrainern selbst erklärt. So, und das ist dann, oder keine Ahnung, bestimmte Medien bereiten Dinge so auf, damit folgende Wirkung erzielt wird. Okay, da habe ich mit dem Leiter der Sendung schon gesprochen drüber oder mit irgendeinem Redakteur oder sowas. Also das ist ja keine Verschwörungstheorie. Nein, es kommt auch gar nicht so weit. Wirklich, ich habe keine Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen. Mittlerweile nicht mehr. Wirklich, das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen arrogant, aber so. Ich beschäftige mich eigentlich mit nichts anderem, außer mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit Sport und das war es eigentlich. Und mit vielleicht noch irgendwie sowas wie Gesundheit. Wurde die F1 Formel 1 Weltmeisterschaft geschoben? Nein. Nein. Wir hören uns in 5 Jahren. Nein. Also. Mystischen Saut einblenden. Also, was heißt denn verschoben? Wenn es verschoben heißt, irgendwelche höheren Kräfte haben Geld bezahlt damit, das glaube ich nicht. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass die
FIA nach, ich glaube, 7 Weltmeistertiteln von Lewis Hamilton gesagt hat, so, jetzt lassen wir mal dieses Manöver von Max Verstappen da, als er kurz vorbei war an Lewis Hamilton, obwohl er das nicht durfte. Jetzt schon sehr nerdig für alle, die es nicht mitbekommen haben. Am vergangenen Wochenende wurde die Formel-1-Weltmeisterschaft entschieden in der letzten Runde. Also ich meine, das war wirklich auch die spektakulärste Formel-1-Finale aller Zeiten. Kann ich mir schon vorstellen, dass dann der Motorsport-Weltverband gesagt hat, wir drücken ein Auge zu, einfach weil die Spannung da ist. Aber das ist für mich keine Verschwörungstheorie, sondern das ist irgendwie auch Business. Weil die haben nicht Bock, permanent Mercedes-Weltmeister werden zu lassen. Aber dass da jetzt Dietrich Mateschitz bei irgendwie Bernie Ecclestone angerufen hat, um zu sagen, Red Bull muss jetzt aber auch mal gewinnen, das glaube ich nicht. Sondern das haben die schon selber entschieden. Aber das ist jetzt auch keine Verschwörung. Sagt der Sportprofi, der schon mit allen geredet hat. Ist gut. Ich glaub, wir machen war eine Dreierkonferenz. Ja. Ja, genau. Okay, dann. Ja, alles gut. Lass dich mal nicht poppen jetzt hier. Oh, jetzt kommt jetzt, ich sehe das Grübeln. Nee, schneide ich das jetzt raus oder schneide ich das jetzt nicht raus? Kann man schon drin lassen, stimmt ja. Sehr gut. Und liebe Zuschauer, Hörer, Hörerinnen. Ja, wir machen mal Schluss. Reicht, weiß nicht, ob wir uns nochmal so in der nächsten Episode innerhalb der nächsten Wochen hören. Gibt den nächsten Radiosender, der aufgebaut werden muss, Sportradio NRW für alle Hörerinnen und Hörer da draußen in Nordrhein-Westfalen. Ab dem 4.2. gibt es einen eigenen Sportradiosender in Nordrhein-Westfalen. Der wird vorbereitet. Vielleicht ist dann deswegen erst im März wieder Zeit, um hier mit euch zu sprechen. Wir hatten heute mal Bock, Ömmes hatte keinen Bock. Ömmes wollten wir eigentlich mal anrufen. Wollen wir Ömmes nochmal anrufen? Wir können es probieren. Ja, rufen wir mal Ömmes an. Ich habe hier ein Tool. Telefon 0179. Aber kannst du die Musik nochmal ausmachen? Oder war das jetzt so? Sicherlich, Henny, das ist doch nicht das Problem. Aber ob ich es will. Wollt ihr euch auf Weihnachten? Ist mir scheißegal. Ja, meine Tochter wurde heute gerade freigetestet. Wir dachten schon, sie hat Corona. Sieh die Auskunft an. Was? Dialed. Völlig falsch. Aber es ist nicht. Ich glaube, Alex hat schon wieder seine Technik nicht im Griff. Hast du die Nummer von Ömmes, kennst du die auswendig? Ja, klar. Soll ich nochmal draufdrücken hier? Ja, ich kenne auch deine auswendig, Ralf, ja. Nicht schlecht. Das ist wirklich live. Wir machen das ja. Hallo. Wer ist denn da? Thomas Victor hier, wer ist denn da? Victor! Alex, hi. Scheiße. Ich glaube, es war aber nur ein Laut, der irgendwie komisch klang. Der Rest klang nicht nach Alex. Nee. Der Anfang war auch schon tricky, aber was geht, Jungs? Hi. Hi, Ömmes, was machst du denn gerade? Oh, ich habe gerade die Kids ins Bett gebracht. Jetzt liege ich auf der Couch. Ich habe mit Stanz so ein bisschen hin und her diskutiert, ob ich jetzt noch zu euch gehe oder nicht. Bin aber schon so halb eingepennt und habe jetzt überlegt, was jetzt so meine Möglichkeiten abgewägt. Was macht denn ihr so? Wir holen uns gegenseitig einen runter. Oh, geil. Wow. Kommst du vorbei, oder was? Schön. Wie macht man Ralf das? Ralf ist mit Video zugeschaltet. Mit Video zugeschaltet, ja. Ach, schön. Okay. Also bist du dabei, oder was? Ich weiß es noch nicht genau. Ich drehe mir jetzt erstmal eine Zigarette und setze mich. Ja, egal. Wirklich. Also. Diese Freundlichkeit. Okay, Leute. Oder war das die Raubkopie der Telefonsoftware, die nach 60 Sekunden automatisch auflegt? Also, liebe Leute, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Schönen Abend noch. Ralf, was machst du jetzt noch? Was ist los? Scheiße, ich zurück. Geh doch mal ran. Ja. Nee, da war irgendwas kaputt. Ömmes, wir verlangen von dir, dass du hierher kommst, verdammte Axt. Warum denn? Ralf ist doch auch nicht da. Wie, Ralf ist erstmal in der Leitung und zweitens sind Henny und ich zumindest physisch anwesend. Du hast wohl zu viel soziale Kontakte oder was? Ja. Ach so. Ach, hier, das ist auch so ein Leugner. Genau. Wie war denn euer Podcast jetzt? Ömmes, der Podcast läuft immer noch. Du bist mittendrin im Podcast.
Ja, seit 2 Stunden oder was? Nee, also ich muss sagen, wir sind jetzt ungefähr bei 1:10. Ich glaube, wir waren schon mal stärker, wir haben so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Zwischendurch ist meine Familie reingekommen, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, hinten raus über Corona, überraschenderweise. Am Anfang über IT-Security und was so im Marketing-Business geht. Ich würde sagen, das ist so eine 3, würde ich sagen. Eine 3. Ja. Muss man nicht senden, eine 3. Muss man nicht senden. senden. Leg wieder auf. Nee, komm. Hermes, schön, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Mach mal den Telefonregler gleich aus, damit wir das Klingeln nicht hören. Wahnsinn. Okay, gut. Also, Ralf, was machst du heute noch? Ich, wie gesagt, Boosterimpfung heute. Ich gehe, glaube ich, nur ins Bett. Okay. Gut. Ja. Und ihr so? Wir werden jetzt noch ein bisschen Darts gucken, wahrscheinlich. Whatever. Ja. Und dann. Du hast ja morgen frei. Ich habe morgen frei. Ich habe mir morgen frei genommen und dann am Montag, Dienstag, Mittwoch nochmal und danach ist wirklich Weihnachten. Also ich freue mich schon auf Weihnachten, vor allen Dingen auf die freie Zeit. So, ich hatte nicht wirklich Urlaub und da jetzt sowieso die ganze Redaktion auch in den Weihnachtsurlaub geschickt wurde, ruft mich hoffentlich keiner an. Also von daher freue ich mich schon. Ja, ich auch. 2 Wochen frei. Und mein Kleiner kriegt ein Quad geschenkt. Ein kleines Spielzeug-Quad. Mit Motor? Ui. Naja, so zum Nee. Also einfach nur zum Rollen. Können wir einen Motor ranbauen? Also so ein hier so. Nein, können wir. Mit Fernbedienung. Nein, können wir nicht. Dafür reicht es noch nicht. Okay, gut, Ralf, dann wir hören uns bald wieder. Hoffentlich. Ja, mehr noch schöne Weihnachten. Schön, dass du es noch einrichten konntest. Und halt die Ohren steif. Beim nächsten Mal reden wir mal darüber, dass Ralf gerade Danke sagt. Ach ja. Ralf macht gerade seine Danketour zurück in die Vergangenheit. Mhm. Finde ich übrigens echt eine geile Geschichte. Können wir uns mal alle ein Scheibchen abschneiden. Vielleicht nehmen wir uns fürs nächste Mal auch noch ein paar Sachen vor, bevor wir aufnehmen und nicht erst während der Aufnahme. Hm. Und bleibt ihr draußen auch alle gesund. Schön, dass ihr dabei wart, bis zum Ende gehört habt. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Macht's gut.